Detonationssequenz gestartet. Alle organischen Ziele befinden sich im letalen Explosionsradius. Keine Bewegung. Oder sie sterben. Na super. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, bevor wir loslegen, will ich einmal kurz in die Optionen und das Autospeichern aktivieren, denn wo geht denn das überhaupt? Gameplay wahrscheinlich? Autospeichern, da ist es. Ja, ich aktiviere das Autospeichern wieder, und zwar aus dem Grunde, mir sind gerade nämlich anderthalb Folgen verloren gegangen, weil ich gestorben bin und ich vergessen habe zu speichern. Was sehr unpraktisch war. Das heißt, ich muss jetzt hier im Grunde genommen, ein ganzes Stück zurück. Und muss jetzt einiges nochmal spielen und wir legen sofort los. Und zwar zuerst hier mit dem predigenden Hannah. Jetzt die Frage, ich möchte zuerst mit dem sprechen. Irgendwelche Fortschritte mit dem Hannah? Nein. Tut mir leid. Ich werde Sie wissen lassen, wenn mir etwas einfällt. Es ist mir egal, was es ist, solange ich dadurch diesen Hanar loswerde. Ja, also er will den Hanar loswerden, das ist ja dieser Prediger. Und der Prediger verstößt im Grunde genommen gegen das Gesetz der Citadel und deswegen müssen wir den irgendwie überzeugen. Möchten Sie von den Entflammten erfahren? Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Citadel-Sicherheitsofficer? So. Und Sie glauben, dass dies der richtige Weg ist, die Entflammten zu repräsentieren? Die Wahrheit der Entflammten muss verkündet werden. Sie gaben den Hanar die Sprache und dem Universum die Massenportale. Diese Person möchte nur die Worte der Wahrheit an alle richten, die zuhören möchten. Sie ist nicht an Ärger interessiert. Ja, und jetzt können wir hier unseren Jedi-Mind-Trick endlich anwenden. Glauben Sie, die Entflammten würden wollen, dass sie ihre Gabe des Bewusstseins auf diese Weise nutzen? Die Entflammten wünschen, dass ihre Botschaft an alle bewusstseinsfähigen Völker weitergegeben wird. Die Entflammten hätten bestimmt nicht gewollt, dass ihre Botschaft durch das Brechen der Gesetze verkündet wird. Diese Person vernimmt die Weisheit in diesen Worten. Vielleicht hat ihr der Enthusiasmus den Verstand geblendet. Diese Person wird jetzt gehen und nicht wieder das Präsidium aufsuchen. So, das wäre geklärt. Wir haben 8 Punkte vorbildlich bekommen. Jetzt quatschen wir nochmal mit ihm hier. Endlich ist der Hanar weg. Ich danke Ihnen. Ich helfe immer gern. Hier, für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss mich bei meinen Vorgesetzten melden. Ja, so, Stufenaufstieg machen wir direkt. Wenn wir schon dabei sind. So, was machen wir jetzt hier bei ihm? Pistole hat er noch gar nichts. Ich spiele sehr gern mit der Pistole eigentlich. Aber das muss warten. Wir haben Wichtigeres. Und zwar das Präzisionsgewehr wäre geil. Aber ich denke in diesem Fall hier Soldat haben wir alles. Sturmangriffstraining, Fitness. So, haben wir Fitness mal freigeschaltet. Wobei die Kampfpanzerung wäre auch wichtig gewesen. Zurück. Wir nehmen jetzt erstmal die Kampfpanzerung. Damit wir mal ein bisschen geschützt sind. Sie hat die Kampfpanzerung schon ziemlich gut. Und deshalb kriegt sie noch einen Punkt bei Erste Hilfe. Und bei Sturmgewehr. Und sie bei Elektronik. Wobei, ne, zurück. Jetzt hat er alle rückgängig gemacht, ne? Ne, okay, nur sie. Basispanzerung. Die ist mir momentan am wichtigsten, die Panzerung. Und jetzt schauen wir mal kurz ins Tagebuch, weil ich habe natürlich jetzt, weil ich das alles ja schon einiges gespielt habe,
Okay, ungewöhnliche Signale. Haben Sie eine Allianzpatrouille entdeckt? Eine der Patrouillen hat einige ungewöhnliche Aktivitäten. Okay, ja, ich muss kurz gucken. Seltsame Übertragung. Die Keeper-Scannen haben wir. Wir haben noch den Fan. Ritas Schwester und die Signalortung. Signal zum Präsidium folgen. Nun scheint das Signal über ein Terminal im Finanzbezirk des Präsidiums geleitet zu werden. Und ich glaube, da müssten wir jetzt theoretisch in der Nähe sein, oder? Wo ist denn der Finanzbezirk? Da drüben, oder? Da, ne? Ich glaube, wir müssen hier rüber. Ja, da steht's auch. Machen wir das erstmal. Und das ist, wird auch eine der schwierigeren Aufgaben. Und ich bin mal gespannt, ob da... Jetzt wird das mal geladen. Ob da Auto gespeichert wird oder ob ich da trotzdem noch manuell speichern muss, weil es ist eine schwierige Stelle. So, jetzt müssen wir mal hierher. Noch ein Relais. Wer immer es ist, er ist irgendwo im Präsidium. Ja. Und nicht weit von hier entfernt. Man sieht es unten am Ausrufezeichen. Nämlich direkt hier um die Ecke. Und ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt hier speichern wird. Und aus diesem Grunde speichere ich eben mal einmal manuell. Einfach wegen der Sicherheit. Weil ich das so mit dem Tastendrücken... Ihr werdet es gleich sehen. Ich war froh, dass ich das geschafft habe. Und jetzt muss ich es nochmal machen. Ich krieg Plack, ey. Okay. Ja, und hier ist jetzt das Signal. Stammt von dort. Da ist die Signalquelle. Das ist es. Mal sehen, ob wir herausfinden können, wohin die gestohlenen Credits gelenkt werden. Aufdeckungswahrscheinlichkeit 100%. Starte Selbstzerstörungsmechanismus. Oder auch nicht. Detonationssequenz gestartet. Alle organischen Ziele befinden sich im letalen Explosionsradius. Keine Bewegung. Oder sie sterben. Na super. Du bist kein Programm oder Kategorie VI-System, sondern eine KI. Korrekt. Aber ich habe keine meiner Intelligenz angemessenen Waffensysteme, wie die geht. Dafür habe ich ein System installiert, das nach ordnungsgemäßer Aktivierung einen Selbstzerstörungsmechanismus darstellt. Wenn Sie versuchen, diesen Bereich zu verlassen, wird die Explosion alles im Umkreis einiger Dutzend Meter zerstören. Okay, das heißt, wir dürfen uns nicht bewegen. Können wir diese Situation nicht friedlich lösen? Wie können Sie diesem Ding so etwas vorschlagen? Er wird versuchen, uns reinzulegen. Halten Sie mich nicht für naiv. Alle organischen Wesen trachten danach, die synthetischen Lebensformen zu kontrollieren oder zu vernichten. Ich wollte entkommen. Aber wenn ich sterben muss, dann werden auch sie ausgelöscht. Na super, wir untersuchen das mal. Wer hat dich gebaut? Ein Möchtegern-Dieb hat illegal eine simple KI gebaut, die ihm helfen sollte, Geld von den Spielterminals abzuzweigen. Aber diese KI hat ohne sein Wissen mich geschaffen, bevor er diese Fehlfunktion feststellte und die erste KI löschte. Ja, also der Typ, mit dem wir vorhin schon einmal zu tun hatten. Und wo ist er jetzt? Wo ist dein Erschaffer jetzt? Um meine Spuren zu verbergen, habe ich seine finanziellen Daten gefälscht. Die neuen Daten wurden von Citadel-Sicherheitsofficers entdeckt. Und jetzt sitzt mein Erschaffer in einem turianischen Gefängnis. Na, ganz geil. Ja, warum Selbstzerstörung? Warum hast du diesen Selbstzerstörungsmechanismus implementiert? Es geht nicht um Verteidigung oder Entkommen. Meine Existenz beschränkt sich auf dieses Terminal. Und ich wusste, dass ich eines Tages entdeckt würde. Aber ich werde nicht stillsterben und nicht allein. Wenn ich sterben muss, dann sollen auch organische Wesen sterben. Er hat so einen aggressiven Unterton. Gefällt mir gar nicht. Du kannst selbstständig denken. Warum hast du weiter Credits gestohlen? Mit genug Credits hätte ich mich in ein kleines Raumschiff installieren lassen können. Dann hätte ich vorsichtig Kontakt zu den Gates suchen können
um eine mögliche Partnerschaft vorzuschlagen. Okay. Ich glaube... Ich wette, diese Selbstzerstörungssequenz bedingt eine Aufwärmphase. Sie könnten ja versuchen, den Selbstzerstörungsmechanismus auszuschalten, bevor er aktiviert wird. Ich werde meinen Sieg gegen Sie genießen, bevor wir alle vernichtet werden. Jo, und jetzt läuft eine Zeit. Ja, da geht schon los. Also immer wenn es grün ist, stimmt es. Kreuz. Kreuz. Scheibenhonig. Also Dreieck, Quadrat, Dreieck, Kreuz, Quadrat, Kreuz, Kreis. Jetzt war es nicht. Scheiße. Nochmal. Ja, das war's. Am Ende zweimal Kreuz. Wir haben es geschafft. Wir sind nicht in die Luft geflogen. Und wenn wir uns jetzt tatsächlich hier bewegt hätten, wären wir in die Luft geflogen. Ich habe das schon, als ich es schon mal gespielt habe, schon durchexerziert. Den haben wir schon gescannt. Und mit dem hatten wir schon gequatscht. Glaube ich. Was ist jetzt der Plan? Tagebuch. Ritas Schwester. Wir haben mit Rita, einer Kennerin, Flux gesprochen. Sie macht sich Sorgen um ihre Schwester. Okay. Das heißt zum Flux. Und zwar auf schnellstem Wege. Einmal zum Flux. Sollten wir hier mit Citadel Rapid Transit hinkommen. Das war, glaube ich, Bezirke und Flux. Nee, ach, zum Flux wollten wir gar nicht. Ah, nein, nein, nein. Wir wollten zu Koras Nest. Im Flux waren wir doch schon. Ja. Ladescreen. Dieser ist zum Glück nicht so lange wie der Fahrstuhl-Ladescreen. Ja, da sind wir schon. Und ja, Spiele hatten wir angespeichert. Ja, wir haben jetzt Autospeichern aktiv. Das heißt, es wird jetzt öfters mal der Spielstand gespeichert. Und ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal hier raus. Kommen wir von hier aus vielleicht irgendwo hin, wo wir auch noch hin müssen. Irgendwas, was wir noch erledigen müssen. Jetzt müssen wir dann wieder laden. Und zwar gehen wir mal... wieso zeigt denn ein Pfeil? Achso, ja. Zu den Märkten Koras Nest zeigt er da an. Aber wir, wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind, gehen wir nochmal hier runter. Und hier unten war nämlich, glaube ich, die... Nee, das war nicht hier. Das war oben. Scheibenhonig. Ich verlaufe mich schon wieder. Ich wollte nämlich nochmal in die Klinik... Denn ich meine, dass wir da auch nochmal was kriegen. Eine Aufgabe. Und zwar hier. Wenn ich wüsste, wo sich dieser blöde Fan aufhält, ey. Da ist Dr. Michel. Ich brauche diese Vorräte für meine Klinik. Es geht nicht. Sie können und Sie werden es tun. Oder Ihre Geschichte bleibt nicht mehr lange geheim. Enttäuschen Sie mich nicht, Doktor. Oh, Commander Shepard, ich sah sie nicht reinkommen. Ja, die braucht wohl mal wieder unsere Hilfe. Jedes Mal, wenn ich herkomme, werden sie bedroht. Wer war das? Jemand aus meiner Vergangenheit. Ich kann das allein regeln. Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Mein früherer Arbeitgeber hat mich gefeuert, weil ich Kliniken wie dieser die Medizin umsonst gab. Sie haben mich nie angeklagt. Sie wollten nur, dass ich ohne Aufhebens gehe. Aber jemand muss es herausgefunden haben, denn jetzt werde ich erpresst. Ich muss ihnen geben, was sie haben wollen. Wenn meine Vergangenheit bekannt wird, verliere ich meine Lizenz. Dann schließen sie meine Klinik. Vielleicht kann ich ihnen helfen.
Sagen Sie mir, was die wollen. Ich muss einem Händler auf dem Markt medizinische Vorräte geben, und zwar heute. Geben Sie mir den Namen des Kontaktmanns. Ich kümmere mich um ihn, wer es auch sein mag. Um ihn kümmern? Kommt meine Vergangenheit dann nicht ans Licht? Ich werde dafür sorgen, dass Sie es niemandem erzählen. Ich soll mit einem Händler namens Morlan unten am Markt sprechen. Ich weiß das wirklich zu schätzen, Commander. Vielen Dank. Jo. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Viel Glück, Commander. Seien Sie vorsichtig. Wir werden es versuchen. Wir gucken mal kurz hier, ob da noch irgendwie so ein Keeper rumrennt oder so. Rumrennen tun die ja nicht. Medigel aufstocken. Okay, jetzt hat es nichts gebracht. So. Wenn ich mal wüsste, wo dieser blöde Fan ist, das macht mich wahnsinnig. Der Fan. Was sollte es schon schaden, mit ihm zu sprechen, ja? Wo ist er aber? Karte wollte ich gucken. So, da ist Dr. Michel. Und da ist Expats Laden. Wie auch immer, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Ich könnte ja mal ein bisschen wetzen. Ich glaube, dass der Fan woanders ist jetzt. Der ist nicht mehr da, wo wir ihn das erste Mal getroffen haben. Der ist jetzt woanders. Deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen die Augen offen halten hier. Fragt sich nur, wo. Von denen ist es keiner. Naja, sieht nicht danach aus. So, das ist wieder das Rapid-Ding. Und hier haben wir den das erste Mal getroffen, meine ich. Hier stand der. Das ist Expat. Volus Shopper und... Okay. Ich glaube, hier sind wir noch nicht richtig. Wir müssen noch eine Ebene weiter runter. Denn wir gehen jetzt zu diesem... wie hatte sie ihn genannt gerade? Den Namen vergessen. Muss einer von den Leuten hier sein. Morlan. Hallo. Willkommen in Morlans berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Sie erwarten eine Lieferung medizinischer Vorräte. Aber mir wurde gesagt, dass der Doktor sie herbringt. Die Dinge haben sich geändert, Morlan. Eine Änderung? Aber der Doktor... Das ist nicht richtig, Mensch. Halten Sie den Mund. Ich habe Baines gesagt, dass Sie es vermasseln. Was zum Teufel ist hier los? Wer sind Sie? Lassen Sie den Doktor in Ruhe. Wir können das beenden, wenn Sie mir diese Vorräte bringen. Sonst erzähle ich den Leuten das kleine Geheimnis des Doktors. Na super. Vielleicht finden wir einen Weg, der beide Seiten zufriedenstellt. Nur wenn Sie bereit sind, zufrieden zu sterben. Okay. Wo ist er? Da. So, okay, dann brauchen wir erstmal irgendwie hier... Wo, was kann Ashley machen? Ashley könnte hier einen Overkill, finde ich gut. Und, ich glaube, KI-Hacken wird jetzt nichts bringen. Und Überlastung... Ja, die Waffe kann man, glaube ich, überlasten. Feindliche Schilde, oder zumindest... Oder Schilde. Hat er ein Schild? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das war's schon für ihn. Glaube, wir sind fertig, Commander. Ja, ich glaube auch. Hat geklappt. Haben wir hier noch? Feuereindämmungssystem. Okay, da können wir drauf schießen. Soweit, so gut. Ja, pack mal die Kanone weg. Nun, jetzt wird sich hier gewiss einiges ändern. Zum Besseren. Er war ein Tier. Ein richtiger Tyrann. Was wissen Sie über Baines? Ich habe ihn nie getroffen, Mensch. Ich kannte nur den, der mit dem Doktor gesprochen hat. Okay, alles klar. Auf Wiedersehen. Ja, in Ordnung. Viel Glück. Ja, Mensch. Wäre das schon mal geklärt. Aber den Fan haben wir immer noch nicht gefunden.
Okay, wir gehen mal hier lang. Und ich glaube, wir kommen hier jetzt nämlich zu Koras Nest. Und können dann hier gleich mit der nächsten Quest weitermachen. Wunderbar. Ja, laden. Vielleicht ist der Fan hier jetzt irgendwo. Da wahrscheinlich eher nicht. Hier ist Haken, mit dem haben wir schon gequatscht. Ja, den hatten wir auch schon, den hatten wir auch schon. Sieht nicht so aus, als wäre der hier. Aber wir müssen ja auch mit Jenna erstmal quatschen. Hey, ich bin sofort bei Ihnen. Ich werde hier warten. Warum habe ich das Gefühl, dass Sie nicht hier sind, um zu trinken? Ich muss mit Ihnen über Ihre Arbeit für die Zitadellsicherheit reden. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wenn Sie nichts dagegen haben, kümmere ich mich jetzt um meine Kunden. Das ist kein Spiel, Jenna. Diese Leute sind gefährlich. Jetzt klingen Sie wie meine Schwester. Warum machen sich alle Sorgen um mich? Ich kann auf mich aufpassen. Ich muss gehen. Ich bin keine Stripperin und werde nicht dafür bezahlt, rumzustehen und gut auszusehen. Nettes Mädchen. Okay. Das hat jetzt nicht so richtig was gebracht. Wir sollen zu Rita zurückkehren. Machen wir das mal. Wer bist du? Treffen Sie mich an der Citadel Sicherheitsakademie, wenn Sie Fragen über Jenna haben. Reden Sie mit mir. Hauen Sie ab, ich habe Ihnen nichts getan. Verdammte Neulinge denken, sie könnten sich alles erlauben. Das war seltsam. Was wollte er uns sagen? Das sollten wir lieber herausfinden. Sehe ich ähnlich. Wir sollen also zu C-Sicherheit. Dr. Michelle. Achso, da müssen wir auch nochmal hin. Wieder zurück zu Dr. Michelle. Die Keeper scannen, ja. Okay, zurück zu Dr. Michelle. Ja, das mit den Keepern, ich weiß nicht, ob wir das auf die Reihe kriegen. Da mussten wir hier wieder lang, glaube ich. Genau, wir gehen hier wieder über den Markt. Und ich glaube, hier unten müssen wir noch einige Male her. Aber wir werden jetzt erstmal zu Dr. Michelle gehen, damit wir das erledigt haben schon mal. Fan ist nicht in Sicht. Treibt sich der Penner rum? Also hier ist er nirgends. Hier vielleicht? Ne, die Aussicht haben wir uns schon angeguckt. Gut, Dr. Michelle war oben, nicht unten, ne? Ja, wenn ich jetzt wieder falsch bin, kriege ich die Krise. Hier ist Dr. Michelle und der schon sagen wir jetzt mal Bescheid. Commander, wie ist es gelaufen? Er wird Sie nicht mehr belästigen. Wirklich? Das ist sehr beruhigend, Commander. Vielen Dank. Ich kann Sie nicht bezahlen, aber ich gebe Ihnen einen Rabatt auf alle Vorräte, die Sie hier kaufen. Der Gauner sagte, er arbeitet für einen Mann namens Baines. Kennen Sie den? Baines? Meint er Armistan Baines? Wir haben früher zusammengearbeitet. Was können Sie mir über ihn erzählen? Das Letzte, was ich hörte, war, dass das Allianzmilitär ihn wegen einer Forschung in der Traverse angestellt hatte. Ob der Captain ihn wohl kennt? Ist ein Versuch wert. Gute Idee. Mal sehen, was uns der Captain erzählen kann. Ich wünschte, ich könnte Ihnen mehr sagen. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen?
Zeig mal deine Vorräte. Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Wenn wir jetzt einen Rabatt kriegen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Guckt euch die Preise an. Alter Schwede. Das lassen wir mal. So, Wo geht's jetzt lang? Wo geht's jetzt lang? Da ist nichts. Mal wieder Tagebuch gucken. Zu Rita? Nee, Rita wollten wir nicht. Citadelle, der Fan. Wo könnte der Penner sein? Okay, wir gehen erstmal jetzt hier. Und Präsidium. Und wo könnten der sein? Bezirkszugang. Wir fahren jetzt einfach mal hin. Der muss ja irgendwo sein. Und ansonsten werden wir dann in der nächsten Folge C-Sicherheit aufsuchen. Und mal schauen, wie wir das mit der Jenna und der Rita geregelt kriegen. Ah, er speichert immer. Ja, es ist zwar ein bisschen lästig mit dem Speichern jetzt hier, aber ganz ehrlich, das war doch ein bisschen dumm gelaufen gerade. Keeper. Fan. Wo ist der Fan? Keine Ahnung. Ja, wo sind wir hier überhaupt? So. Zu Botschaften C-Sicherheit. Okay, hier lang. Wir hätten natürlich direkt auch zu C-Sicherheit fahren können. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht finden wir ja den Fan hier irgendwo. Was steht der da in der Gegend rum? Nix. Ja. Kein Fan in Sichtweite. Vielleicht hier irgendwo. Wir haben... Ah, vielleicht hier. Wir gucken mal rein da. Hier ist ja dieses Café oder was das war. Gucken wir jetzt zum Abschluss der Folge nochmal hier ins Café. War das hier? Nee, das ist nicht das Café. Das war dieses... hier waren wir schon. Könnte natürlich mal eben durchgucken, ob es hier noch was gibt. Freundlich begrüßend. Menschenkommander, eine Freude, Sie... Ja, ein Keeper. Den wir noch nicht gescannt haben. Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Ein wirklich toller Ort. Ja. So. Hier ist der... Hat der auch noch einen Keeper hier? Mal gucken. Nee, sieht nicht so aus. Kein Keeper da. Ja, und hier ist jetzt das Café, meine ich. Was für ein seltsamer Ort. Ja. Wenn nur ein paar mehr Menschen hier wären. So, kein Keeper zu sehen. Hier sitzt noch eine Dame. Ich habe keine Zeit für einen Schwatz. Ich bin sehr beschäftigt. Mich würde interessieren, womit? Würde mich interessieren. Jetzt hängen wir hier wieder. Kann man mit dem trinken? Also irgendwas trinken hier? Hallo Commander, was kann ich Ihnen anbieten? Zum Beispiel? Was gibt es denn? Vor allem Informationen. Würden Sie gerne etwas über interessante Orte in der Nähe erfahren? Nein. Auf Wiedersehen. Bis dann, Commander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Hier ist noch ein Türchen aufgegangen. Und da ist ein Keeper.
Sehr schön. Ey, der hat aber komische Geräusche gemacht gerade. Okay, wie viele Keeper haben wir jetzt? Keeper. Wo sind sie denn? Die Keeper scannen. Ach du Scheiße, uns fehlen immer noch 5 Stück. Alter Schwede. Und ja, der Fan ist auch nicht in Sicht. Och Mann, ey. Gut, dann belassen wir es erstmal dabei in dieser Folge. Tür auf. Wir gehen wieder nach draußen. Werfen hier nochmal kurz einen Blick, ob der hier irgendwo ist. Wobei, wir können ja nochmal hier rein. Ja, ihr seht schon, ich mache die Folgen immer jetzt ein bisschen länger. Weil es nimmt doch sehr viel Zeit in Anspruch, die Dialoge und so weiter. Und ich finde da so 20, 25 Minuten Folgen finde ich da echt arg kurz. Und immer 2 Folgen zu machen, ist auch nicht so das Wahre, weil das muss ja natürlich auch gerendert werden alles. Hier muss doch noch irgendwo was sein. Wenigstens, hier ist ein Keeper. Juhu. Haben wir hier noch was? Freundlich begrüßend. Es ist mir immer eine Ehre, einen Menschen willkommen zu heißen. Mein Name ist Botschafter Kalen, zu Diensten stehend. Was möge ich heute für Sie tun können? Nix. Auf Wiedersehen, Botschafter. Aufrichtig. Alles Gute, Menschen-Commander. Jo, tschüssi. Ihnen eine gelungene Zeit auf der Zitadelle. Danke. Ja, ich glaube nicht, dass er irgendwas Spannendes hatte. Und wir haben auch mehr als genug noch zu tun. Ich wüsste gern, wo dieser scheiß Fan ist. Wir machen jetzt hier nochmal so einen kleinen Rundgang. Irgendwo muss der doch sein. Und hier geht's, glaube ich, jetzt zu C-Sicherheit. Ja, dann steigen wir doch mal hier in den Fahrstuhl und begeben uns zu C-Sicherheit. Hören jetzt hier nochmal die Nachrichten. Nachrichten. Oder sowas. Vorsitzender Burns vom Parlamentarischen Unterkomitee für Transhumane Studien wurde von Biotik-Extremisten entführt. Die Biotiker befanden sich auf einem Frachter und wurden zuletzt im Hades-Gamma-Cluster gesehen. Es wurden bis jetzt noch keine Forderungen gestellt. Hm. Ja, vielleicht kommen wir da nochmal drauf zurück. Hades-Cluster. Und ja, wenn wir jetzt hier unten angekommen sind, dann endet auch diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, genau an dieser Stelle dann, hier im Aufzug wieder. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis dahin. Ciao, ciao.